Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich ganz gerne mal wieder ein Spiel bauen, und zwar ein Hockey-Brettspiel. Das ist, da gibt es jetzt so einige Werbungen zu und dachte mir, das kann ich mal bauen. Und habe jetzt hier so ein Buche-Leimholzbrett, ein bisschen Nussbaum, so ein Reststück, Schnürsenkel und daraus wollen wir heute mal ein Hockeyspiel bauen. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, zugesägt habe ich jetzt alles und ich hatte eigentlich vor, beziehungsweise ich wollte das nicht so Stoß auf Stoß bauen, sondern schön auf 45 Grad Gehrung, so dass man eigentlich keine Verbindung sieht. Und das ist eigentlich auch ganz gut geworden. Das heißt also, den Rahmen werde ich jetzt gleich schön zusammensetzen. Vorher werde ich den noch ein bisschen schleifen und Maße sind jetzt innen. Das sind 56 mal 30, ja, und dementsprechend das Aufmaß. Ich habe 18 mm Platte, 45 Grad überall dran gefräst, gesägt. Im Endeffekt ist das dann, ja, sieht das dann so aus. Und die Innenwand, also das Stück jetzt hier, das sind 3 cm. Da muss ich natürlich jetzt gleich noch ein Mittelstück oder einen Mittelsteg reinsetzen, wo wir auch so ein kleines Tor reinmachen, wo wir das dann durchflitschen können, die einzelnen Püppchen. Aber ich klebe jetzt erstmal, beziehungsweise erstmal schleife ich jetzt die ganze Geschichte und dann klebe ich das zusammen. Ich habe hier Ponal Express, 5 Minuten. Ja, denke ich mal, nach 10 Minuten kann ich das weiter bearbeiten, sodass ich das nochmal ein bisschen abschleifen kann. Ich wollte auch überall noch einen Radius dran fräsen, dass das nicht so scharfkantig ist, innen und außen. Aber wollen wir mal schauen. Jetzt überlege ich gerade den inneren, den müsste ich ja direkt schon fräsen. Ne? Zack, dann komme ich ja gar nicht mehr rein. Ja, also den Radius innen, den fräse ich gleich schon mal. Und da sind wir auch schon fast fertig. Ne? So, wir machen jetzt die Pucks, also die Spielplättchen. Und da ich das nicht von der Hand festhalten möchte, ich meine, ich halte es auf jeden Fall mit der Hand fest, aber die dreht ja so, habe ich hier auf jeden Fall jetzt einen Anschlagpunkt. Deswegen habe ich jetzt hier meinen Bohrmaschinentisch aufgebaut.
Und ja, jetzt werden wir hier ein paar Spielsteine rausschneiden. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kommt mein Logo hier noch drauf. Ich habe hier so, ja, was sind das für Vorlagen? Lackiervorlagen. Also da ist jetzt hier eine Trägerfolie. Darunter ist halt mein Logo ausgeschnitten. Und das werde ich jetzt hier, habe ich mir schon ausgemessen, 6 cm von der Mitte jeweils dann nach unten kleben und dann werde ich das mit Seitenmatt einfach lackieren. Ja. Ach, das können wir ja auch nehmen. So, nur noch da oben einmal die Ecke. Zack. Ja, lackiert haben wir jetzt. Jetzt ziehen wir das mal ab hier. Nicht nur Verkleber, du bist auch Lackierer, ne? Ich bin alles. Muss ich ja. Sehr cool. Jetzt hier. Ja. Das sieht ja ganz gut aus, ne? Mhm. So, jetzt müssten wir hier unten aber auch noch irgendwie so eine. Ja gut, die Mitte hätten wir ja jetzt hier, ne? Mhm. Also die bräuchten wir ja gar nicht anzeichnen, theoretisch. Und die äußeren hätten wir auch. Wer sich auskennt, ne? Flitsch, ja. Flitsch. Ach ja, brauchst nichts anzeichnen. Ne, mach ich auch nicht mehr. Die richtigen Könner, die brauchen da keine Zeichnung. Die nee. Können, kommen da so durch die Tore. Genau. Ja. Sehe ich auch so. Ja gut, dann ist das jetzt soweit fertig? Ich hatte das ja schon geschliffen auf 320. Aber da könnte man eigentlich hier am Rand nochmal drüber gehen. Da sind jetzt die Faser mit rausgekommen vom Kleber. Mhm. Mache ich auch. Nur mit 320 auch wieder. Jetzt fühlt sich das wieder weich an. So, dann kleben wir jetzt mal den Rahmen da drauf. Ne? Zack.
ist denn mein Brett? Da ist es. Drück mal da runter. Kannst du das so machen? Sieht aus wie so ein Kampfroboter. Ja, genau. Ja, das sieht aber super aus hier, überall. Jetzt kommt der Filz. Obacht. Obacht, genau. Oder ich krieg gleich Puls. Merke ich ein bisschen. So, die schönen Seiten nach oben, ne? Die ein bisschen interessanter sind. Die Luxus Edition mit Filz unter der Pucks. Mhm. Mhm. Ja. So muss das. Flitscht, ne? Ja. Das rutscht bestimmt schön übers Spielfeld. Macht schon einen schlanken Fuß, ne? Ja. So ein dusseliger Radius da dran. Aber sieht sofort gut aus. Genau. Ja, jetzt müssen wir immer noch warten. Das Spiel ist noch nicht trocken. Wir können hier noch keinen auszucken. Aber wir können uns ja mal einen Gummi aussuchen. Was sollen wir denn nehmen? Orange? Orange? Mhm. Orange ist gut, hätte ich auch ausgewählt. Oder sollen wir White nehmen? Oder Green? Nee, Orange finde ich gut. Also ich jetzt. Mal eine orange Seite machen, eine weiße? Nee, oder? Ja, weiß ich nicht, wenn einer das Spielfeld umdreht, wenn einer pinkeln muss oder so. Nein, wir nehmen orange. Ja, flitzt ja gut, ne? Das weiß ich noch nicht. Wie machen wir das denn? So, ne? So. Weil Spannung müssen wir ja auch noch irgendwie. Ordentlich stramm ziehen, ne? Ja, 15. Flitsch nicht zu weit nach hinten. Ja, weiter können wir ja auch nicht. Wir können ja nur 5 cm ziehen. Hm. Das heißt also, das muss dann schon ordentlich stramm sein, aber auch nicht zu stramm, sonst ist da zu viel Power drauf, ne? Wenn der Puck abhält und 10 Schnute, dann ist erstmal Ruhe hier. Dann hast du ein paar Zähne weniger. Müssen wir mal gucken. Also wir bohren da gleich erstmal rein. Wir machen einen Knoten rein. Und dann ziehen wir das mal da durch. Und dann gucken wir mal, was für eine Spannung wir brauchen. Ja, das gefällt mir. Vor allen Dingen, guckst du, Ecken. Warte, unscharf. So, jetzt. Mhm. Perfekt. Perfekt zusammen. Mhm, aber hier, was ist das denn da? Das ist ein Stückchen Holz weggebrochen von der Kante von der 45 Grad. Ja. Kleine Verluste hat man immer. Aber so sieht das schön ergonomisch aus. Ja, eigentlich hatten wir gerade die Idee,
ob wir hier noch so eine, ja, so eine Zehntelschicht Epoxy drüber machen. Oder lass es eine 20. Schicht sein. Auf jeden Fall, dass wir das einmal hier richtig schön glatt machen. Weil, wenn ich jetzt hier so einen Puck nehme, oh, den schiebe ich jetzt, dann stoppt der. Es ist aber egal, ob ich den ohne Filz oder mit Filz, ist beides das gleiche. Der stoppt halt. Und da war halt die Idee, ob wir nicht mal eben schnell noch ein bisschen Epoxy anrühren. Da reichen ja 100 Gramm. Ist ja nur, dass das hier einmal bedeckt ist. Und dann ist die ganze Geschichte ja auch ganz glatt. Und ich denke mal, dann wird das hier auch noch mehr Spaß machen. Ich meine, wenn da richtig Druck drauf ist, dann kommst du auch da durch. Mhm. Ja, du jetzt nicht, aber ich. Ich brauche keinen Druck. Ja, was meinst du? Wollen wir da jetzt Epoxy drüber machen oder machen wir jetzt nicht? Ich bin da so unentschlossen. Tja. Eigentlich eine gute Idee mit dem Epoxy. Wenn es dann besser drüber gleitet, würde ich es auf jeden Fall machen. Noch hier zwischen. Den habe ich extra ein bisschen tiefer gemacht und zwar genau so tief, wo der Radius aufhört. Damit das auch hier alles eine schöne Fläche gibt. Also so sieht das super aus. Gefällt mir richtig gut. Ja, mit 19. Ja, hey. Durch. Und, ne? Ja. Blockiert. Ja, was machen wir? Ich würde jetzt sagen, Epoxy. Also los. Ich glaube. Machen wir. Dann. Und ärgerst du dich nachher. Ja. Die Schicht, die da drauf soll, das sind ja wirklich nur Zehntel. Also ich möchte das jetzt da nicht komplett befüllen oder so, sondern einfach nur ja, eine Sicherungsschicht oder eine Gleitschicht machen. Ich gehe mal jetzt von 150 Gramm aus. Das Mischungsverhältnis ist 1 zu 2. Das ist also hiervon dann 50 Gramm, wenn wir jetzt 100 anrühren. Müssen wir mal gucken, wie viel das dann ist in der Menge. So, da sind wir bei 0. So, das wären jetzt 100 Gramm. Wenn wir jetzt da noch 50 Gramm draufhauen, reicht das komplett aus. Das ist schon viel zu viel. Machen wir mal 100. 104 haben wir jetzt. Ja, also 52. Das reicht aus. Wir wollen ja nur eine glatte Oberfläche haben. Genau. Ja, das mische ich mal. Entmülldüften müssen wir die ganze Sache nicht, weil wenn ich das dann gleich da drauf gieße, werde ich dann den Föhn nehmen und die Luftblasen wegmachen. Aber, ach guck mal, und dann könnte man theoretisch den Mittelsteg direkt da reinkleben. Ach so, wir müssen auch auf jeden Fall gucken, ob das Ding jetzt auch in Waage ist, weil das ist ja so flüssig. Nicht, dass wir alles auf eine Seite haben. Perfekt in Waage. Besser geht nicht. Ja, sollen wir da Pigmente noch reinmachen, ne? Mhm. Bisschen Glitzer. Ja, aber wirklich nur ganz wenig, ne? Ja. Wir haben hier... Ach komm, ist Weihnachten. Burnt Orange. Mhm. Ja, sieht schon cool aus, ne? Mhm. Hab ich ja auch ausgesucht. Ja, ja, ist klar. Ach, was soll der Geiz? Komm, das reicht erstmal. Ja.
Wir mischen erstmal. Ja, rühr erstmal. Weißt du? Hm. Ist zu shiny. Nee. Aber das reicht schon. Mhm. Wir wollen es ja nicht damit bedecken, sondern einfach nur, ne? Hauptsache, das Logo sieht man noch. Ja, das sieht man auf jeden Fall noch. Obwohl, das könnte zu wenig sein. Nee, ich lasse das so. Obwohl, wenn ich so rühre. Rühr doch noch mal ein bisschen und überleg noch mal ein bisschen, dann. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr da reingetan. Jetzt ist es ein bisschen, ja, sieht man gar nicht so, ne? Mhm. Aber das sieht man jetzt, wenn ich es da drauf schütte. Ja, mal gucken. Ich traue mich nicht. Oh. Das ist ja nur eine hauchdünne Schicht, ne? Also deckend kann das nicht sein. Aber wenn man es nie ausprobiert, ne? Ja, sonst bauen wir nochmal neu. Ach sicher. Ist ja auch kein Thema. Drauf damit. Ja. Fertig. Trau dich. So. Was brauchen wir? Spachtel. Ein Spachtel, genau. So perfekt. Ja. Also bei YouTube machen die ja immer alle so, ne? Schütt, schütt. Bei mir tut sich da nichts. Was zu wenig ist. Ja, ja. Aber ich will es ja auch wirklich nur bedecken damit. Also ich habe ja jetzt nicht vor, hier 3 cm Schicht darauf zu setzen. Nicht, dass jetzt eine Seite dicker ist oder höher als die andere. Ja, meinst du, dann hat der. Und dann es Benachteiligungen bergauf, ne? Gibt, genau, dann schießt er mich bergauf. Ja. Ja, und das sind einige Grad. Bestimmt 0,005 Grad. Ja, wir haben jetzt einen Tag später. Epoxy ist jetzt soweit ausgehärtet. Ein bisschen staubig noch, weil ich hier noch ein bisschen rumgeschliffen habe. Nächster Step ist jetzt, dass wir jetzt hier das Gummiband reinsetzen müssen. Und ich habe hier oben schon Anzeichnungen gemacht, 5 cm vom Rand. Und ich habe gerade mit dem dicken Messer vom Drechseln habe ich ausgemessen, dass wir hier eine Dicke von 19,3 haben. Das heißt also, da sind jetzt 1,3 mm an Epoxy drauf. Und dementsprechend werde ich das jetzt hier anzeichnen, weil ich kann ja nicht von innen bohren, ich muss ja von hier außen bohren. Und die Pinne hier, die sind 1 cm. Das heißt also, ich möchte ganz gerne, dass man hier mittig flitscht. Das heißt also, ich muss von unten 24 mm nach oben gehen und da bohre ich dann ein 3 mm Loch durch. Da werde ich auch ein Sackloch machen, so dass der Knoten dann auch verschwindet, dass man hier außen wirklich auch eine flache Fläche hat. Aber ich werde das Sackloch nicht zumachen, weil wenn man, was weiß ich, das Gummi mal auswechseln möchte oder so, dann muss man ja wieder dran kommen. Von daher lasse ich das dann auch auf jeden Fall offen. Dann muss ich ja eigentlich nur noch hier einen kleinen Strich machen. Zack. Ja, und dann 24 mm nach oben und dann könnte ich ja auch theoretisch direkt körnen. Gut. 3 mm Loch dadurch, dann bin ich mal gespannt. Da muss ich jetzt sehr langsam bohren, damit ich hier hinten keine Ausrisse bekomme. Und gerade muss ich auch bohren. Vielleicht sollte ich das eine Standbohrmaschine machen. Von der Höhe her muss das passen. So. Ja, jetzt müssen wir mal testen, ne? Das,
Das habe ich mir nämlich gedacht. Klappt super. Ja, genau. Ist zu tief. Du kannst das nur nicht. Ja gut, das kommt noch dazu. Aber ist trotzdem zu tief. Wo trifft er denn den Puck? Eigentlich trifft er den ganz gut. Ja, aber eigentlich zu tief. Oder man darf es nicht ganz so stramm machen. Wie gesagt, es ist ja auch kein Katapult, ne? Das ist, glaube ich, schon die richtige Spannung. Zack! So. Du mich gleich abziehen. Sehr. Zack. Also das wäre die richtige Spannung. Mach fest so. Kriegt jeder seine eigene Spannung eigentlich? Jetzt jeder seine eigene Spannung. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir machen alle gleich. Obwohl wir aber jeder hat ja eine andere Spannung, ne? Eigentlich. Mit der er klarkommt. Ja, da musst du mit der vorgegebenen Spannung klarkommen. Ja, kann ich. Ja. So, machen wir erst das Sackloch da rein. Ihr seht jetzt hier zwei Markierungen. Ich habe noch mal so ein bisschen mehr nachkorrigiert. Korrigiert, genau. So, aber erst müssen wir das Sackloch da reinmachen. Moment, es geht gerade. So. Das wären schon mal die Löcher. Da ist schon mal der Knoten verschwunden. Und jetzt? Wo habe ich denn... Ja, wo hat er den denn jetzt hingeschmissen? Was ist verloren? Da. So. Leni, ruhe an. Wusch! Da liege ich da. Ja. Wie ein Maikäfer. Genau. Das ist genau die richtige Spannung. Flitsch. Ein bisschen strammer vielleicht. Oh. Hm? Sehr gut. Ja. Das passt. Kann den Knoten reinmachen. Ein Knoten, abschneiden, flump, Sackloch zu weg, nicht tief genug. So, ja. Und wie will ich jetzt hier die Spannung messen? Ja, der war gut, ne? Ja, ist auf jeden Fall gerade. Perfekt. Gut, dann mache ich hier einen Knoten rein. Wie gesagt, strammer kann man es ja immer noch machen. Ja, mit dem Sackloch war schon eine ganz gute Idee, ne? Mhm. Dann guckt der Knoten nicht da draußen raus. Ja. Ich hänge fest. Läuft. Und wenn wir gleich spielen, sind 10 bei dir auf der Seite. Ja, ist klar. Aber erst müssen wir wachsen. Erstmal muss die ganze Geschichte hier gewachst werden. Geschliffen ist ja schon,
Ach so, wir wollten noch Füße drunter machen, ne? Auch noch, ja. Die stehen hier ja auch noch oder liegen hier. Wir hatten erst überlegt, auch wieder Filz drunter zu machen, aber... Du hattest überlegt, Filz drunter zu machen. Sicher. jetzt hatten wir aber hinterher gedacht, machen wir keinen Filz drunter, sondern Gummifüße, weil das ja eigentlich auch fest stehen muss. Ja, man reißt hier dran rum. Und das Brett fliegt durch den Raum. Das Brett fliegt durch den Raum. Deswegen hatten wir gedacht, machen wir Gummifüße drunter. Da werde ich auch wieder 4x4 nehmen. Ist immer ein gutes Maß. Da brauche ich nicht messen. Da brauche ich einfach nur Körn. Weil das sind 4 cm. Und hier zeichne ich mir 4 cm an. Und schon. Eine Buche sieht gewachsen auch echt schön aus, ne? Finde ich. Ja. Macht irgendwie einen schlanken Fuß. So, zack. Einen gewachsenen Fuß. Einen gewachsenen Fuß, genau. Gut. Dann. Und guck mal, jetzt passt das noch, weil Buche gewachsen sieht ja auch so ein bisschen orange aus, ja. Ne? Ja, meine Lieben, haben wir unser Spiel fertig, unser Hockey-Brettspiel. Und ja, ich sag mal, es sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Ich finde auch dieses Orangene mit der Buche ist eine schöne Farbgebung. Logo musste natürlich rein. Und ja, ich finde das Spiel gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Wir zocken jetzt noch ein und seht ihr im Abspann. Aber ich verabschiede mich schon mal und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Also ich habe gesehen, wie die starten. Die genau, und die machen dann so klang, klang, klang. Und dann geht's los. Klang, klang, klang. Hm. Backe, backe, Kuchen. Genau. Ja. Der war zu fest. Ich hab gleich schon gewonnen. Komm, na gut. Ich geb dir noch eine Chance. Ach, sicher. Ja. 4, 5. So. Ach, nee. Ey, der war oben drüber, oder? Ja, aber der ist oben rüber zurückgekommen, glaube ich, ne? So. So. Jetzt, ne? Jetzt geht's los. 1-1. Wir müssen hier eigentlich so zang, 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 zang noch zahlen. Wie beim Kicker. Ach nee. Ah!